Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste zum letzten Mal in diesem Jahr bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am sage und schreibe 31. Dezember 2021 aus Davos. Sie waren mit uns auf den Spuren des Zauberbergs. Wir waren auf dem Hotel Schatzalp. Wir haben den Mythos Davos ergründet, die Geschichte dieses faszinierenden Höhenkurorts, Wintersportorts, dieses Schauplatzes von Weltliteratur mit Thomas Mann. Und jetzt sind wir für den letzten Teil unserer Spezialserie, ich glaube Netflix hat schon Interesse bekundet, um daraus eine nicht enden wollende Blockbuster-Reihe zu gestalten. Bald werden wir auf der ganzen Welt erkannt werden als die großen Überbringer der faszinierenden Nachrichten aus Davos. Heute stehe ich vor dem Kongresszentrum Davos. Dieses Kongresszentrum ist das Welthauptquartier des World Economic Forum von Davos, und zwar während einer knappen Woche im Januar, jeweils mit großem internationalem Erfolg. Dann wird Davos in einen Hochsicherheitstrakt verwandelt. Das eigentliche Hauptquartier des WEF ist am Genfersee. Dort haben die Tätigkeiten ihren Schwerpunkt. Aber hier der Schauplatz des World Economic Forum. Sie sehen da die Bündner, das Bündner Wappen und ein paar Flaggen auf der Hauptstraße, dann alles ausgeflaggt. Dies ist das Kongresszentrum, und heute sprechen wir über die Gegenwart von Davos, wir sprechen über das World Economic Forum, wir sprechen über Klaus Schwab und wir sprechen natürlich über diesen ominösen Begriff The Great Reset. Heute auch wieder dabei Medizinhistoriker Professor Christoph Mörgli, Publizist und Kollege bei der Weltwoche. Christoph, ich begrüße dich sehr herzlich. Meine erste Frage, wenn Klaus Schwab, der WEF-Direktor und WEF-Gründer, eine Rolle spielen würde im Zauberberg von Thomas Mann, welche Figur wäre Klaus Schwab bei Thomas Mann? Ja, er hätte vielleicht den Übernamen von Thomas Mann selbst verdient, der Zauberer, so haben ihn seine Kinder genannt, weil er wirklich ein Wortzauberer war. Klaus Schwab hat hier etwas Faszinierendes, etwas Bleibendes hingezaubert, das eminent wichtig ist für Davos, aber sicher auch für die ganze Schweiz, denn das strahlt aus in die Welt. Ein Menschenzauberer, könnte man hinzufügen, vom Wortmagier und Wortzauberer zum Menschenzauberer Klaus Schwab. Das World Economic Forum, immer auch wieder umstritten, so quasi als eine Art Jet-Set-Anlass für die Reichen, die hier oben ihr schlechtes Gewissen bewirtschaften. Aber das World Economic Forum ist eine unglaubliche Innovation und eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, auch für den Bergtourismus in diesem Davos, das sich ja immer wieder neu erfinden musste. Vom Kurort, vom Mekka der Schwindsüchtigen, zum Wintersportort, dann zur Kongresshauptstadt der Welt. Was ist die Bedeutung dieses World Economic Forum für die Schweiz? Man muss ja auch sagen, vielleicht ist es nicht ganz so weltbewegend, wie das World Economic Forum sich selber da sieht, aber es hat eine große Bedeutung. Wie siehst du die? Ich sehe die Bedeutung eigentlich darin, dass es immer gut ist, wenn Leute miteinander reden, seien das die höchsten Politiker, die die Welt ein Stück weit lenken, seien das auch die Wirtschaftsführer, seien das andere hinzugezogene Leute. Also das Reden miteinander ist wichtig, kann immer nur zum Guten führen, sichert den Frieden, und Klaus Schwab hat hier eine einmalige Gelegenheit ergriffen und auch die Fähigkeiten offenbar, diese Leute zum Reden zu bringen und hier zur Versammlung. Klaus Schwab, wir haben ihn ja schon öfters interviewt in der Weltwoche. Ich kenne ihn auch schon sehr lange. Ich war im Jahr 2001 oder 2002, ich glaube 2, zum ersten Mal am World Economic Forum, gleich nach den Anschlägen in New York. Und Klaus Schwab, das hat er mir einmal erzählt, hat dieses World Economic Forum erfunden aufgrund eines Buchs eines französischen
Journalisten und Schriftsteller Servan Schreiber, der auch eine bedeutende französische Zeitschrift erfunden hat. Ich glaube, es ist L'Express. Und Servan Schreiber hat ein Buch geschrieben in den 60er-Jahren, Le Défi Américain. Und dort hat er sich damit auseinandergesetzt, wie Europa den Anschluss verliert an die Vereinigten Staaten. Und Klaus Schwab hat daraus die Notwendigkeit abgelesen, er, der in Harvard studiert hat, hier den amerikanischen Geist mit der europäischen Mentalität zusammenzubringen, als Wirtschaftsforum, um Europa etwas aus der Sklerose vielleicht der 70er Jahre herauszubewegen. Heute ist das eine ganz große Geschichte, allerdings abgesagt jetzt für den nächsten Januar. Was heißt das für Davos, wenn so etwas abgesagt wird? Was heißt das fürs Gewerbe? Was heißt das für die Wirtschaft in Corona-Zeiten? Das ist natürlich nicht ganz einfach. Also es wurden hier enorme Umsätze erzielt in kürzester Zeit. Natürlich hat ein solches Weltforum auch Nachteile. Man denke an den Massentourismus, der dann halt nicht ganz so stattfinden kann, weil die Betten belegt sind. Es ist auch innerorts hier ein bisschen umstritten und man streitet schon länger, seit 1971 im Grunde, seit es dieses Forum gibt. Aber insgesamt ist es natürlich ein großer Verlust für Davos und auch für die Schweiz. Wir freuen uns natürlich, dass es noch nachgeholt wird, dann irgendwann im Sommer. Das World Economic Forum ist im Zuge der Corona-Pandemie zu einem Brand geworden, wenn man so will, von verschiedenen Theorien und Interpretationen, die alle zusammengefasst werden können mit dem Begriff The Great Reset. The Great Reset, der große Umbruch, so lautet der Titel eines Buchs von Klaus Schwab, das er mit einem Kollegen, ich glaube mit einem Franzosen, zusammengeschrieben hat. Und The Great Reset wird gedeutet von den Kritikern der Corona-Politik als eine Art Programm der heimlichen Weltumgestaltung da auf dem Reißbrett dieser Davosologen, The Great Reset. Christoph, was sagt dir eigentlich dieser Begriff? Er sagt mir einfach auch das, was ich damit verbinde. Ich weiß nicht, ob das ganz genau ist, aber es geht darum, wie gestalten wir die Welt nach dieser Covid-Krise. Und mir gefällt da nicht alles wahnsinnig gut. Es geht darum, dass die Staaten ihre Deutungsmacht zurückerhalten, dass es mehr Politik geben soll, dass die Umverteilung von oben nach unten zwingend notwendig sei. Also ein bisschen Sozialismus und rötliche Farbe schimmert da bei mir schon durch. Und der Liberalismus, die Marktwirtschaft, kommt vielleicht etwas zu kurz. Und vielleicht etwas auch die Versuchung kommt in diesem Buch zum Ausdruck, der man in Davos am World Economic Forum so leicht erliegen kann. Ich war ja schon öfters hier, da sieht man eine Legende nach der anderen. Ah, an dieser Hausecke, da ist Bill Gates. Ah, da kommt gerade George Soros mit Gefolge. Dort sind die Spitzen des Bundesrats, die Topmanager, das Schweizer Fernsehen in Regimentstärke da und auch Weltwoche Daily wird selbstverständlich auch vom WEF berichtet, wenn es das wieder mal gibt. Also die Versuchung hier oben in Davos, dass sich diese Elite von Wirtschaft und Politik zusammensitzt und dann auf einer schönen Terrasse da im Steigenberger Hotel, machen wir einfach mal schnell die Weltlandkarte neu, regieren wir den Globus. Es gibt schon auch diese Machbarkeitsversuchungen hier oben, diese etwas megalomanischen Größenfantasien, die einem befallen in der luftigen Davoser Höhenatmosphäre. Das glaube ich schon. Und ob die Leute dann wirklich überzeugt sind, dass diese Eliten, die da zusammensitzen, auch wirklich das Beste für sie wollen und nicht für sich selber, das muss man ihnen dann noch verklicken. Also so ganz überzeugt sind nicht alle, jedenfalls nach den Gesprächen, die ich geführt habe. Es ist auch ein schlechtes Gewissen, weil viele sind natürlich sehr wohlhabend geworden durch die Marktwirtschaft. Aber man darf nicht vergessen, die Schere öffnet sich zwar, aber der untere Teil der Schere geht eben auch kontinuierlich nach oben. Den Ärmsten geht es eben auch besser, dank der Marktwirtschaft.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn das bringt uns zu einem anderen bedeutenden Intellektuellen, der noch nie am World Economic Forum war, meines Wissens, Thomas Sowell, der amerikanische Ökonom, der hat einmal gesagt, wenn man die Differenz zwischen Reich und Arm anschaut, dann ist nicht so wichtig die absolute Zahl, das Ausmaß. Entscheidend ist, was passiert konkret bei den 10% der Ärmsten. Wenn man die anschaut bei einem Zeitpunkt X und dann 10 Jahre später schaut, sind dann in dieser Schublade der Ärmsten immer noch die gleichen Leute oder haben wir soziale Mobilität, können sie aufsteigen und die Marktwirtschaft ist sehr wichtig. Ist das World Economic Forum auch irgendwo der Versuch von Kapitalisten, die ein schlechtes Gewissen haben, weil es ihnen so gut geht, irgendwo sich darzustellen als besonders soziale Menschen? Also auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Akzeptanzökonomie bis Anbiederungsökonomie, die hier betrieben wird. Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, das muss ich zugeben, auch wenn man da Goligny besucht und da sich umsieht im Zentrum, dann werden einem da sozialdemokratische Parolen serviert, die man eigentlich gar nicht erwartet. Die Heilsarmee des Kapitalismus sozusagen. Eine NGO, die nur das Beste will. Ob es dann nicht letztlich der Versuch ist, die soziale Mobilität zum Erliegen zu bringen und ob das dann alles erstarrt und die oben sind, sagen, wir wollen oben bleiben und wir wollen nicht das andere nach oben drücken, das müsste man dann auch noch diskutieren. Interessant am WEF ist auch, meine Damen und Herren, es ist ein, ich finde das auch, ein großartiger Anlass, der den Leuten auch zeigt, dass die Mächtigsten, Klügsten und Reichsten auch nur mit Wasser kochen und dass nicht alle Genies sind. Und eben auch, die Leute kommen zusammen, sie reden, sie kommen in die Schweiz. Das ist von wirtschaftlich eminenter Bedeutung. Ich glaube allerdings, und wir treten da dem Klaus Schwab sicher nicht zu nahe, wenn wir das sagen, man darf das World Economic Forum auch nicht überschätzen. Ich glaube jetzt nicht, dass Klaus Schwab der neue Dr. Mabuse ist, der hier mit ein paar finsteren Geldgebern die Weltherrschaft spinnt, wie in einem Hollywood-Thriller, wie in einem James-Bond-Film. Ich glaube, das wäre doch auch eine Überschätzung. Vielleicht würden sich gewisse WEF-Leute als Drahtzieher eines Great Reset noch geschmeichelt fühlen, aber man darf es, glaube ich, auch nicht ganz überschätzen, was hier passiert, oder? Ich meine auch, es ist oft genug der Zeitgeist hier nicht vorausgedacht worden, sondern man ist dem Zeitgeist hinterhergehechelt. Irgendwann hieß es ihr Krawatten weg, wir feiern die große Party, oder? Jetzt ist unernst angesagt, dann hieß es wieder, die Zeiten sind schlecht, Krawatte an. Und man geht da irgendwo so ein Stück weit immer hinten nach. Auch im Jahr der Covid-Pandemie, des Ausbruchs 2020, fand dieses WEF statt. Aber Covid war kein Thema, hat bereits gewütet in China und anderswo. Ich glaube, Bill Gates war der Einzige, der über eine große Pandemie hier gesprochen hat. Und alle haben gedacht, was will der überhaupt? Aber jetzt habe ich natürlich einen Namen angetippt, wo wir schon wieder auf einem Minenfeld sind. Absolut, also das kann ja, das haben wir bei Kardinal Müller gesehen. Wenn Sie durch die Namen Bill Gates und Klaus Schwab erwähnen, dann bekommen die Inquisitoren des Internets und die finden dann immer noch einen deutschen Richter, der ihnen einen Strafbefehl erlässt. Deshalb verlassen wir jetzt dieses verminte Gelände. Und etwas würde mich noch interessieren, Christoph, wie du das siehst. Es gibt ja auch große Proteste gegen das World Economic Forum in der Schweiz. Und das hat mir Klaus Schwab auch schon gesagt. Das ist ihm auch bewusst, denn er lebt ja schon lange in der Schweiz, dass das WEF im Grunde auch irgendwo ein bisschen das Gegenteil der Schweiz ist. Wir haben das ja nicht so gerne, dass da die Reichsten und Mächtigsten im Privatjet einfliegen, da mit ihrem Tross und sich da eben als Masters of the Universe inszenieren von Great Reset. Das müssen Sie mal die Davoser fragen. Die glauben nicht an den Great Reset, die glauben einfach an den Great Umsatz, den sie hier bekommen. Aber ist ja ein bisschen unschweizerisch, auch diese Zusammenkunft hier, diese Gipfeldiplomatie der reichen, schönen und auch das Hollywood ist hier. Und aus dieser kritischen Ecke gibt es ja immer wieder Proteste, gibt es auch Leute, die sagen, man solle das WEF nicht mehr in der Schweiz machen. Es gab viele linke, vehemente Proteste.
Was muss man diesen Kreisen und auch den Schweizern, die das übertrieben finden, entgegenhalten? Was spricht für das WEF? Warum muss das WEF in der Schweiz bleiben und selbst ein skeptischer Beobachter wie du, der ja nicht im Verdacht steht, hier den Schalmeienklängen der Superelite und der Internationalisten zu erliegen, schon wieder sein Wort aus dem Giftschrank, hätte noch Globalist sagen können, dann sind sie schon fast auf dem Index. Ja, Argumente für das WEF, mit denen man vielleicht die Kritiker etwas ins Boot holen könnte. Ich glaube, es wird immer Kritiker geben und es wird sie vor allem dann geben, wenn man die richtige Botschaft hier aussendet. Die richtige Botschaft heißt, Marktwirtschaft bringt Wohlstand und bringt Wohlstand für alle. Also vielleicht manchmal ein bisschen weniger Zauberberg, wie er hier betrieben wird, und ein bisschen mehr Mont Pèlerin. Also der Liberalismus sollte die Leitideologie bleiben, auch hier, sonst sehe ich wirklich schwarz. Und der Liberalismus hat und hatte immer Feinde. Da werden die Linken halt protestieren. Als ehemaliger Oberstleutnant der Schweizer Armee wundere ich mich ohnehin, wo da die große militärische, sicherheitspolitische Herausforderung ist, eine einzige Straße abzusperren, dass die Leute hier hochkommen. Also, dass man hier ganze Regimenter zum Einsatz bringt, hat mich immer etwas belustigt. Christoph, ganz herzlichen Dank für dieses fulminante Schlusswort vom etwas mehr Mont Pèlerin und etwas weniger Zauberberg. Mont Pèlerin, das ist der Zauberberg der Liberalen. Dort haben Wilhelm Röpke, Friedrich August von Hayek in der Nähe von Genf, glaube ich, ist das, haben sie die Landkarte des Liberalismus, den Great Reset der Liberalen, vorgedacht und ausgedacht. Und wir plädieren hier einvernehmlich, ich übrigens hier in perfekter Schweizer Tracht, hier Switzerland zum Jahresende, wir plädieren für Marktwirtschaft. Wir wollen ein World Economic Forum, das nicht wie ein NGO, nicht wie eine Art sozialdemokratische Unterfiliale daherkommt. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute im neuen Jahr, einen guten Rutsch. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit bei Weltwoche Daily. Es ist unglaublich, ein riesiges Privileg und eine große Ehre, dass wir so viele Zuschauer haben in Deutschland, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in vielen anderen Ländern, auf zahlreichen Kontinenten. Es hat großen Spaß gemacht, dieses letzte Jahr zu beschließen mit der Expedition auf den Zauberberg, und am Schluss sind wir hier beim Great Reset, beim World Economic Forum gelandet. Solche Reisen, solche Schleuderfahrten gibt's nur bei Weltwoche Daily. Ihnen allen ein tolles neues Jahr, einen guten Abschluss des Alten. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dabei, erzählen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie einfach, es hätte Ihnen gefallen. Vielleicht schaut dann jemand an, dem es da tatsächlich gefällt. Also wir sind offen für alle, auch Kritiker sind immer herzlich eingeladen, die sich aufregen wollen über den Klartext und den Humor. Wir sind nämlich gut drauf hier, wir haben keine Probleme. Deshalb Ihnen allen alles Gute. Christoph, noch eine Botschaft zum neuen Jahr. Du kannst dich kürzer fassen als ich. Das weiß ich nicht. Ich versuche es jedenfalls. Aber auch kurz ist nicht immer korrekt. Alles Gute im neuen Jahr. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Schöne Zeit.